Hallo liebe Jazzfreunde und herzlich willkommen zu meinem 15. Tutorial. In diesem Tutorial geht es um das Thema Modalität. Als Vorbereitung werdet ihr den Unterschied zwischen kadenzierender und modaler Harmonik und Akkordfolge kennenlernen. Darüber hinaus werde ich das System der modalen Skalen als Schwerpunkt in diesem Tutorial behandeln. Und gleich geht's los. Das Thema von Back to the Roots, das wir eben gehört haben, ist eine typische Melodie, dessen Harmonik kadenzbezogen ist. Das heißt, die einzelnen Akkorde werden in der Abfolge durch Kadenzen bestimmt. Zum Beispiel Tonika, Subdominante, Dominante, Tonika und so weiter. Ganz anders verhält es sich mit dem folgenden Beispiel. Wir hören uns dies zunächst einmal an. Die Melodie von El Bandolero wird nur mit zwei Akkorden harmonisiert. Die Abfolge dieser beiden Akkorde passt nicht zu den uns bisher bekannten Kadenzfolgen. Sie wurden entwickelt aus Tönen der phrygischen Skala. Die phrygische Skala gehört zu den modalen Skalen, die wir später genauer kennenlernen. Die Töne der beiden Akkorde D-Moll 7 Sus und S-Major 13 Kreuz 11 entstammen mit Ausnahme des Tones F dieser Skala. Durch diesen Zusammenhang werden die Töne der Skala perfekt harmonisiert. Dazu die phrygische Skala. Und jetzt noch einmal El Bandolero mit ausnotierten Akkorden in einer Klavierfassung. Die Melodie von El Bandolero besteht ausschließlich aus Tönen der phrygischen Skala. Das harmonische Konzept, das ich hier vorstelle, gehört zum Thema Modalität. Die Akkorde, die in modalen Kompositionen verwendet werden, werden aus modalen Skalen entwickelt. Das genaue Verfahren werde ich später darstellen. Doch zunächst noch einige Hörbeispiele modaler Kompositionen. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Komposition Open Windows. Wir sehen das Akkordsymbol von A minor. Und in Klammern die Abkürzung von dorisch. Das heißt, die Akkorde leiten sich ab von der dorischen Skala. Hier sehen wir die ausgeschriebenen Akkorde der ersten vier Takte von Open Windows. Die Töne der Akkorde bestehen alle aus den Skalentönen von A dorisch.
Ein weiteres Beispiel der modalen Harmonisation ist die Coda von Open Windows. Die Harmonik besteht aus dreistimmigen Akkorden bezogen auf die dorische Skala. Hier sehen wir die ausgeschriebenen Akkorde der ersten sechs Takte und die dazugehörenden dorischen Skalen auf A und E. Wir sehen hier das System der modalen Skalen, die aus der uns bekannten Dur-Skala entwickelt werden. Das Verfahren ist sehr einfach. Jeder Stufenakkord der Tonleiter erhält die Skala, die mit dem Grundton des Stufenakkordes beginnt und nur Töne der Dur-Tonleiter benutzt. Die Tabelle zeigt die Stufenakkorde der C-Dur-Tonleiter C Major 7, D-Moll 7, E-Moll 7, F-Major 7, G7, A-Moll 7 und B-Moll 7, B5. Zu diesen Stufenakkorden gehören demnach die Skalen Ionisch oder Dur, Dorisch, Phrygisch, Lydisch, Mixolydisch, Äolisch, und Lockrisch. Diese Skalen, modale Skalen genannt, wurden bereits teilweise in der frühchristlichen Liturgie des Mittelalters verwendet und werden dadurch auch als Kirchentonarten bezeichnet. Die griechischen Bezeichnungen entstammen den historischen Vorbildern und werden bis heute verwendet. Der individuelle Klangcharakter dieser Skalen kommt dadurch zustande, dass die beiden Halbtonschritte jeweils verschoben werden. Die Halbtonschritte der Dur-Skala liegen von der dritten zur vierten Stufe und von der siebten zur achten Stufe. Bei der dorischen Skala verschieben sich diese, wie dies in der Tabelle zu sehen ist, von der zweiten zur dritten und von der sechsten zur siebten Stufe. Diese Verschiebung der beiden Halbtonschritte findet in ähnlicher Weise bei den übrigen Skalen statt. Einen tieferen Einblick in die Natur der modalen Skalen erhalten wir, wenn wir diese Skalen auf demselben Grundton aufbauen. In dieser Tabelle zum Beispiel auf C. Da wir die modalen Skalen von der Dur-Skala ableiten, stehen diese Dur-Skalen in verschiedenen Tonarten. Zum Beispiel steht Lydisch auf der vierten Stufe der Dur-Skala, sodass die zugrunde liegende Dur-Skala von C Lydisch die G-Dur-Skala ist. C ist die vierte Stufe in G-Dur.
Auf diese Weise sind die Dur-Skalen der übrigen modalen Skalen zu ermitteln. Wenn wir die modalen Skalen auf demselben Grundton aufbauen, können wir eine Ordnung von hell nach dunkel erzeugen, indem immer mehr Töne erniedrigt werden. Das Fis in C lydisch wird erniedrigt zu F in C ionisch. Das H in C ionisch wird in C mixolydisch erniedrigt zum B. Und dies so weiter bis zur lockrischen Skala, in der die meisten B-Vorzeichen zu sehen sind. Wir hören uns diese Klangfarbenverschiebung von hell nach dunkel einmal im Zusammenhang an. Des Weiteren zeigt uns die Tabelle die Skalen mit großer und kleiner Terz an. Das heißt, die modalen Skalen teilen sich auf in durartige und mollartige Skalen. Weiterhin erkennen wir die Töne, die für die einzelnen Skalen charakteristisch sind. Dies sind die Töne, durch die sich die einzelnen Skalen unterscheiden. Die ionische Skala unterscheidet sich von der lydischen durch den Ton Fis bzw. F. Mixolydisch unterscheidet sich von ionisch durch den Ton B. Bei den mollartigen Skalen sehen wir den Unterschied zwischen dorisch und äolisch durch die Töne A und As. Bei äolisch und phrygisch D und Des und bei phrygisch und lockrisch G und Ges. Am Ende der Tabelle werden die charakteristischen Skalentöne aufgelistet. Die charakteristischen Skalentöne sind, wie wir noch sehen werden, für die Gestaltung der modalen Harmonik bedeutsam. Das war, liebe Jazzfreunde, mein 15. Tutorial zur Einführung in die modale Harmonik. Im nächsten Tutorial werdet ihr das genaue Verfahren zur Entwicklung der modalen Akkorde und Akkordverbindungen kennenlernen. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei und dann bis zum nächsten Mal.